Dortmund Ole mit Honk. Ja. Wie viele Buchstaben hat der Name? Vier. Vier. Ja, obwohl, ich habe noch ein Ausrufezeichen hinten, also vier und ein Ausrufezeichen. Vier sehr gute Buchstaben, oder? Ja. Ehrliche Frage, mich haben heute wirklich 20 Leute im Backstage gefragt, wie ist der Honk auf den Song Annalena gekommen? Ja. Ehrliche Antwort? Annalena, das ist ein schöner Name, das haben wir uns so gedacht. Das ist die Beschreibung. Pass auf, wir machen ein kleines Spielchen mit jedem heute. Ja. Das heißt, kennst du noch Wahrheit oder Pflicht von früher? Mir wurde gesagt, dass es sowas gibt. Genau, wir haben leider nicht alle Rechte bekommen, wir haben nur Wahrheit oder Wahrheit dabei. Okay, ja, einmal ziehen und ehrlich beantworten, wenn es okay ist. Okay. Warte mal vor. Okay, mach ganz in Ruhe. So. Was war das Ekligste, was du jemals gegessen hast? Ich hab erst lesen gelernt. Also das Ekelhafte, was ich jemals gegessen habe, ist Fisch leider. Ich hasse Fisch. Fisch ist gesund, muss auch irgendwie wohl schmecken, aber bei mir geht es leider gar nicht. Also wenn irgendwer mir einen Fisch vorsetzt, ich weiß nicht, dass es Fisch ist. Ich habe nicht mal irgendwo, das ist eine kurze Erklärung, einen Nudel-Schinkenauflauf gegessen. Ja. Den habe ich da gerne gegessen. Die haben mir aus Versehen mal irgendwie einen Nudel-Fischauflauf hingestellt. Sah genauso aus. Ich habe den ersten Bissen gegessen. Und was ist passiert, Freunde? Oh, Vergiftung. Es war schlimm für mich. Es war schlimm, aber keine Vergiftung. Wahrheit oder Wahrheit? Nein. Das ah, okay. Aber ich mag auch keinen Fisch, kein Spaß. Ich habe mal Weihnachten erlebt, da haben alle eine Fischplatte bestellt und ich habe mir so gedacht, ja okay, ich bin zwar korpulent, aber deswegen für mich nichts zu essen haben, fand ich nicht schön. Nee, aber es gab nichts, weil Fisch mag ich auch nicht. Scheiße. So, nächste Frage, komm. Ja, ach, du musst weiter, habe ich gehört. Wohin geht's noch? Zum Schiedersee. Du hast ein straffes Programm, habe ich gehört, ne? Ja, aber es macht auch Spaß. Es macht Spaß, ne? Annalena ist jetzt zu Hause. Sie hat einen geilen Arsch, einen geilen Blick, ein geiles Stück. Sieht mich aber im Moment nicht. So, jetzt. Ah, schade. Ich würde auch gerne Annalena besuchen, aber. So, jetzt. Komm, nächste. Was ist deine schlimmste Macke, schlimmster Tick? Da bin ich mal gespannt jetzt. Boah, ey, ich habe so viele Macken. Nee, keine Ahnung. Also was man vielleicht als Macke werten kann, das hängt aber eher damit zusammen, dass ich beim Auftritt immer schwitze. Wenn ich also schwitze, wird der Nasenrücken nass und dann rutscht die Brille immer runter. Dann sehe ich in etwa so aus und dann muss ich mir die immer hochziehen. Und das sehe ich immer in den Videos. Dann muss ich immer, das denke ich mir, Alter, wie sieht das denn aus, wenn du da die ganze Zeit... Aber es geht halt leider nicht anders. Wie viel Dioptrien hast du? 34. Nee, das ist sehr viel. Tatsächlich gar nicht so viel, aber ich habe so eine, wie heißt das, Hornhautverkrümmung. Okay, habe ich auch. Deswegen, ja. Sehe ich im Prinzip, ohne Brille würde ich gar nichts mehr sehen. Kontaktlinsen Option? Nein. Nein. Nö. Bist ein Brillenmensch. Ich seh ja wunderbar mit der Brille aus, oder? Ich würde es unterschreiben. Letzte Frage, dann lass ich ziehen. Gerne. So. Sind aber auch Hammerfragen. Oder hat sich Timo Lüth ausgedacht? Weil ich kann ja nicht schreiben und dementsprechend hat er es gemacht. Pass auf, so. Was war der bisher größte Fehler in deinem Leben? Also, ich sag mal, so viele kann es nicht gewesen sein, sonst würde es dir nicht stehen. Also ganz ehrlich, größter Fehler... Kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, weil die Sache ist einfach die, wenn du mal Fehler machst, ist meine Erfahrung, dann passiert dadurch irgendwas, dass wieder eine andere Tür aufgeht. Also der Weg, Freunde, ist das Ziel. In diesem Sinne, Honk'n'Roll und Annalena. Wir lassen ihn ziehen. Immer Honk abonnieren, Instagram, Facebook, geiler Typ. Immer weiter Vollgas geben. Wir hoffen auf die nächsten Hits. Annalena wird jetzt erstmal die nächsten 2 Jahre bestimmen, würde ich sagen. Ja. Und danach hast du was wieder in der Schmiede. Ich weiß, du darfst jetzt nichts verraten, aber bist du kreativ weiter am Zünden? Ja, tatsächlich, also wir haben ja jetzt schon fertige Sachen, die wir jetzt aber im Moment nicht machen, weil halt, toi toi toi, auch dank euch, weil ihr Annalena so feiert. Annalena einfach sensationell läuft, aber da wird es definitiv weitergehen. Okay. Das war Dortmund Ole, Honk haut ab, nächste Party, Rock'n'Roll. Honk'n'Roll, Digga. Honk'n'Roll. Danke.